Willkommen zurück zu DedSec. Ich meine natürlich Watch Dogs 2. Ich hab alles gesehen. Wir spielen jetzt hier die Mission weiter, wollte ich sagen. Ach ja, ich bin übrigens euer Firobo, falls ihr mich noch nicht kennt. Ups, wollte eigentlich dich hier hacken. Hab ich jemanden getötet? Oh, ich habe jemanden getötet. Rip, Steven. Egal, Mission starten. Was? Wir schauen uns ein Schild. Markus? Dann mal los. Oh, was war das denn? Okay. Zeit an die Arbeit zu gehen. Ich habe an dich geglaubt. Nicht so, als wenn wir das nicht getan hätten. Ja, ich glaube total an Markus. Ich glaube auch an Markus. Wow, Leute, ich bin echt geschmeichelt. Es bedeutet mir so viel, euch das sagen zu hören. Ich wollte damit natürlich nicht irgendwas andeuten. Ich bin umgeben von Clowns. Aber du liebst uns. Naja, vielleicht Josh und Markus. Autsch. Schon gut. Ist etwas früh, um in unserer jungen Beziehung Worte wie Liebe zu gebrauchen. Lass dir Zeit. Ich schätze Männer, die Geduld haben. Tja, dieser geduldige Mann muss noch arbeiten. What the? Ups. Ich störe, was? Okay, es gibt Heckstörer. Ach da. Alles klar, ein neues Ding. Finde ich gut. Was? Warum? Wo? What the fuck? Okay. Ach ja, man fällt dann so viel aus, aber was hat mich jetzt getötet? Wie konnten die mich da treffen, ey? Die Wichser. Diese Wichser. Na gut. Zeit an die Arbeit zu gehen. Oh, jetzt hab ich so markiert. Nicht so, als wenn wir das nicht getan hätten. Ja? So, Sekundensystem. Ich glaube auch an Markus. Wow, Leute. Ich bin echt geschmeichelt. Es bedeutet mir so viel, euch das sagen zu hören. Ich wollte damit nicht irgendwas andeuten. Ich bin umgeben von Clowns. Aber du liebst uns. Naja, vielleicht Josh und Markus. Autsch. Schon gut. Ist etwas früh, um in unserer jungen Beziehung Worte wie Liebe zu gebrauchen. Lass dir Zeit. Ich schätze Männer, die Geduld haben. Schütz. Tja, dieser geduldige Mann muss noch arbeiten. Was, ich kann die durch Wände abknallen? Wer ist denn? Habe ich ihn getroffen? Aua, hinter mir? Bist du wo denn? Durch die Cops. Also ETF. Aua, aua, aua. Lass mich rein, lass mich rein. Oh, danke. Wow. Okay. Verdächtiger in Sicht. Wir sehen ihn. Shit. Ich wollte es einfach ausprobieren. Ich wollte es einfach nur mal ausprobieren. Fuck it. Ah. Achso, ach, der ist der Typ mit dem Störsender. Ach, der ist mobil. Okay. Okay, Spawner von. Hä? Achso. Was so? Oh, wie viele seid ihr denn? Bitte schön. Shit. Hat mich doch verarschen. Warum seid ihr so viele?
Wow. Haben wir es jetzt endlich? Nehmen schnell hacken. Danke. Aua. Stört mir nicht, Markus. Aua. Officer braucht Hilfe! Ein Krankenwagen, sofort! Ich war doch in Deckung! Oh, Mann, was ist das für eine nervige... Boah, das ist ja so nervig. Und das Nervigste war halt, dass die Cops da waren. Zeit, an die Arbeit zu gehen. Ich habe an dich geglaubt. Nicht so, als wenn wir das nicht getan hätten. Ja, ich glaube total an Markus. Ich glaube auch an Markus. Wow, Leute, ich bin echt geschmeichelt. Es bedeutet mir so viel, euch das sagen. Aber so. Ich wollte damit nicht irgendwas andeuten. Ich bin umgeben von Clowns. Boah, aber du liebst uns. Naja, vielleicht Josh und Markus. Autsch. Schon gut. Ist etwas früh, um in unserer jungen Beziehung Worte wie Liebe zu gebrauchen. Lass dir Zeit. Ich schätze, Männer, die Geduld haben. Tja, dieser geduldige Mann muss noch arbeiten. Was ist das für eine Shotgun, die ich da habe? WTF. Ein Schirm wie rein. Schade. Du da. Du da. Was, von wo? Er macht das jetzt automatisch. Ah, jetzt zu down, okay, gut. Schön, wie sie da mal warten. Na, komm doch her. Hörst du das? Aber die kommt selber nicht durch die Tür, oder was? Mich doch verarschen. Ihr wollt mich doch verarschen, ey. Warum habe ich keine Stealth-Waffen mehr? Das finde ich ein bisschen komisch. Ich glaube, wir haben es jetzt endlich mal geschafft. Jetzt war es wesentlich leichter. Wow. Ich mach's mir echt unnötig schwer, hab ich das Gefühl. So, jetzt müssen wir... Ich hab's, Leute. Cool. Da müssten alle Sicherheitsdaten und Infos drin sein, die wir brauchen. Schon bald sind wir die stolzen Fahrer des Nudelautos. Ja, yeah, wir fahren ein Nudelauto. Wow. Weil jetzt hätte ich sowieso gegen die kämpfen müssen, ne? Ach ja, aber die Musik ist cool wieder. Musik, das können sie. Ah, jetzt kommen doch welche. Alarm aktiviert. Position gesendet. Brauchen einen 1013. Müssen einen 1013. Wo waren sie? Warte mal. Haben wir irgendwie noch einen Punkt oder so? Eigentlich. Hier ist eine Tote. Ups. Da ist er wohl tot. Du bist aber ein freundlich. Ups. Alarm wegen eines möglichen Ziels in ihrer Nähe. Over. Ja, ich will nicht sterben. Das geht. Die Waffe ist so OP. Na gut, sie hat jetzt so einen Schuss, aber sie ist einfach so krass OP. Okay.
Das habe ich, kann ich hier, das kann ich da rein. Das gucken wir, wenn ich da rein kann. Doch, ist eh offen jetzt, so, toll. Was ist da? Zugangsschlüssel, wow. Hm, das sollte vielleicht nicht von der Polizei gesehen werden hier drin. Lalala. Sehr schön. Herr Officer, hier liegen so viele tote Menschen. Wo kommen die alle her? Verlass das Gebiet. Wir nehmen uns das Motorrad. Ups. Egal, ist ja nicht mein Motorrad. Wie kommt man nochmal? Da kann man einen Boost geben. Yeah. Platsch. Oh. Sorry, Mann. Also Josh hat was Interessantes in den Algorithmen des Wagens gefunden. Ja, das ist ein entscheidungsfähiger Algorithmus. Sie nennen ihn den Lifescore. Sie nennen ihn den fucking Lifescore. Den was? Es ist eine Methode zu entscheiden, welche Leben im Fall eines Unfalls Vorrang haben. Ja. Ja. Was hat euch gefallen? Der Bordcomputer des Wagens hat direkten Zugriff auf Blooms Datenbank. Er ruft einen Score ab, der auf Metriken basiert, die Bloom bestimmt. Beruf, Einkommen, Bildung, Hautfarbe, Geschlecht. Fuck! Lass mich raten. Ray und ich haben einen Unfall. Jeder auf einer Seite. Ich hab Pech, weil ich ein junger Schwarzer bin. Nicht ganz. Wie du weißt, bin ich bei Bloom persona non grata. Mein Lifescore ist verdammt niedrig. In dem Fall bin ich am Arsch, aber... Ansonsten... Ja, vom Prinzip her... Aber... Oh. Ray hat sogar schwerer als ein Schwarzer in Amerika. Das ist schon hart. Wir brauchen einen Stimmabdruck und Netzhautscans von dem Nudel-VP, der es in der Keynote aufschließen soll. Gut, ich kümmere mich drum. Ich schicke dir seine Adresse. Alles klar. Dann schauen wir doch mal. Wir sollen in die Richtung. Irgendwie mal hier ein... Ja, hallo? Warum wird mir das jetzt nicht angezeigt? Mission wird ge... Aber warum... Warum zeigst du mir keinen fucking... Na egal. Dann suchen wir uns unseren Weg halt selber. Das hat sogar gepasst. Du befindest dich irgendwie in San Francisco. Und da ist schon wieder Nudel, ha? Freue ich mich. Ist das direkt bei Nudel? Bei Nudel sag ich, bei Blumen. Ich komm schon auf Nudel, hä? Okay, ist nicht direkt über Nudel. Autsch! Ja, aua. Mein armer C. Danke für dein Geld. Aber wir brauchen das Geld ja eh nicht mehr. Hier haben wir schon alles, glaube ich. Ja, gehen wir jetzt mal hier ein bisschen Boost. So, ich will nochmal hier ankommen. So. Hallo. Quatsch. Aber. Road End. Ist mir doch egal. Haben wir noch irgendwie was? Ich frage mich echt, wo diese Punkte noch sein sollen, die uns fehlen. Wenn wir voll aufleveln können. Aber hey, egal. Aber wir müssen nach da oben irgendwie. So. Geschafft. Mission starten. Okay. Nur ein Kaffee. Nur ein Date zum Kaffee. Kein Grund zur Beunruhigung, dass ich eine fremde Frau aus dem Internet treffe. Internet-Dating ist ganz normal. Was, wenn sie nicht aussieht wie auf ihrem Foto? Was, wenn sie findet, dass ich nicht aussehe wie auf dem Foto? Oh Gott, das war eine blöde Idee. Wieso habe ich mich von Jonathan überreden lassen? Oh, es stimmt. Ich habe keine Zeit, rauszugehen und Leute zu treffen. Was? Oh Mist, der Server ist down. Wenn wieder jemand schadhaften Code eingegeben hat... Verdammt! Also kannst du dich nicht checken.
Machst du da? Ach, jetzt hat's gepasst, okay. Ich würde sagen, wir müssen noch Foto machen. Ich hab's gesehen. Ich komme. Bin in 10 Minuten da. Erst in 10 Minuten? Hab ihn. Fantastisch. Macht es Spaß, in seine braunen Augen zu schauen? Ja, nein. Aber danke fürs Zuschauen. Es war total romantisch. Markus hat auch viel besseren Geschmack. Was? Oh, Verbindung unterbrochen. Gut. Der Typ hat echt eine nette Bude. Er ist schließlich Prioritätsstufe 1. Wie konnte ich das vergessen? Das Haus von dem Typ hat echt alles. Smart TV, Smart Klo, Smart Spüle, Smart Teppiche, Smart Dekokissen, Smart... einfach alles. Auf einem davon ist sicher sein Stimmabdruck drauf. Ich schätze, der ist so ein Typ, der ständig seine eigene Genialität aufzeichnet. Hm. Okay, jetzt haben sie sogar so einen Bottisch hier. Können wir es auch mit dem Roboter machen? Es ist alles in Ordnung. Schicken Position einer 1033. Anweisungen folgen. Na toll. Mich schon die ganze Zeit. Mal sehen, was sie können, Hacker! Sieht ruhig aus. Sieh mir einen anderen. Los, Laufenmodus. Liebesbot-Sequenz gestartet. Bleib wachsam! Ja, eine Sexmaschine. Ich finde das super. Jemand Lust auf echtes Online-Dating? Oh Mann, wo ist die Zeitschrift? Die Putzfrau hat sie doch wohl nicht weggeworfen, oder? Mist. Jetzt sitze ich hier ohne was zu lesen. Vielleicht haben wir einen sprachgesteuerten Browser in unserer Toilettenbahn. Er könnte sich automatisch öffnen. Alles klar. Hat eine schöne Badewanne. Ihr habt mal ihr habt den Dingsums kaputt gemacht. Hä? Nee. Hier, das ist wahrscheinlich doch in dem Raum hier. Oh cool, ihr könnt sogar Geld aufheben. Das hat aber echt ein schönes Haus. Und ihr habt Donuts in den Laden. Okay, gut. So, Jumpy Zirkus. Okay, Leute, ich habe seinen Stimmabdruck, seinen Netzhautscan und viel zu viele Infos über sein Leben. Jetzt müssen wir nur noch den Wagen klauen. Das heißt, wir brechen bei WKZ ein, wo sie ihn in Vorbereitung auf Noodles Enthüllungsfeier abgestellt haben werden. Ah, WKZ. Unser Lieferant für Bullshit. Und ihr Infomercial über das Nudelauto wird zu einem herrlichen Exposé darüber, wie menschliches Leben entwertet wird. Dann bist du aber doch ein bisschen leicht. Fand ich. Ciao, du Arschloch. Sehr schön. Das war einfach. Interessant, aber einfach. Hey, wir müssen durch die Pampa cruisen, Autos zerstören. Das ist gar nicht gut. Immer dieses Aufploppen von den ganzen,
hier Dings und zwei Questdinger, ne? Ist so nervig. Was ist? Zeit, ein Auto zu klauen, mein Freund. Es steht auf einer ihrer Soundbühnen bei WKZ. Da glänzt es und wartet auf uns. Das wird ein Spaß. Ich wollte schon immer bei einem Fernsehsender einbrechen. Da die Gelegenheit so günstig ist, Jungs, sollten wir sie nutzen und ein paar Geräte zur Informationsbeschaffung bei WKZ installieren. Gefällt mir. Die Ohren aufhalten. Genau. Ich denke da an echte Überwachungsgeräte und ein bisschen Software. Wir treffen uns mit der Ausrüstung bei WKZ. Klingt gut. Bis dann. Oh, okay. Da steht er zurückgefahren. Ich bin doch gerade erst hier hochgefahren. Da, wo müssen wir hin? Ach, da hinten. Können wir eine Schnellreise machen? Machen wir mal eine Schnellreise hin. Ja. Schnellreise haben wir auch nicht mehr lange benutzt. Ich wollte eigentlich noch was anderes zeigen, ne? By the way. Und irgendwie habe ich komische Finger heute, dass mein Fingerabdruckscanner vom Handy nicht erkannt wird. Jetzt. Ich will den Hund streicheln. Vorsichtig. Geh doch mal weg, Alter, dein Geht Hund. Geht alles vor die Hunde, Kumpel. Nicht der. So, dann klauen wir dir noch dein Geld. Danke. Das ist krusty crap hier, ey. Schnauze! So. Dann kannst du schon die Beine gucken. Schade. Verstehe nicht, warum sie das rausgepatcht haben. Ja! Hey, Mann, was ist das? Krankenwagen! Aber sie haben mich angefahren, sie Arschloch. Ach, hier. Hier waren wir doch auch schon mal gewesen. Ein pinker Roller, alles klar. Na gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein. Ciao, ciao. Pull down your pants. I know it hurts.